Jo Leute, willkommen zurück zu einer erneuten Ausgabe des Podicast inzwischen. Die 21. Ausgabe. In der letzten Ausgabe haben wir einen kleinen Stream gemacht. Und in der heutigen Ausgabe geht es wieder um einen Charakter in einer Charakteranalyse. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und für das heutige Video haben wir uns Monkey D. Garb ausgesucht. Ein wirklich interessanter Charakter, weil er schon in der Vergangenheit viele Sachen bietet. Das heißt, Sohn ist ja Monkey D. Dragon, der Revo-Anführer, Enkel ist Monkey D. Ruffy, der Hauptprotagonist und er selbst hat halt schon für extrem viele Legenden gesorgt. Er wird ja auch Garb die Faust genannt und hat damit Don Xinzhao ordentlich eine gegeben. Und ja, das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich zusammen mit den One Piece Theoretiker. Wie sollte es auch anders sein? Jo Leute, ich freue mich extrem, heute über Garb zu reden. Ja, nein, ich freue mich echt, weil es ein Charakter ist, wie du gerade schon erwähnt hast. Erstmal hat er die im Namen. Held der Marine. Ich weiß noch, dass ich damals beim ersten Durchschauen von One Piece und Lesen letztendlich, ich hatte nicht mal so richtig auf dem Zettel, dass der wirklich so krass ist. Aber Fakt ist einfach, Garb ist immer noch einer der stärksten überhaupt, Leute. Das darf man nicht vergessen, ey. Der ist richtig, richtig heftig. Heute noch. Ja, dazu kommen wir auch dann später, weil man schon, also da gibt es auch ein, zwei Referenzen, die ganz interessant sind. Und zwar wird das auch im Manga nochmal thematisiert, dass zum Beispiel Garb auf dem Marinefort was geschafft hat, was zum Beispiel der Admiral nicht geschafft hat und so weiter und so fort. Aber dazu alles gleich nochmal mehr. Vielleicht noch kurz allgemeine Sachen. Er ist 2,87 Meter groß. Moinsen, so ganz normaler Mensch. 2,87 Meter groß. Das ist ja, warte mal, das ist ja totaler Schwachsinn. Das ist doch wieder Quatsch. Ja, vor allen Dingen Ruffy ist so ganz normal. So die Hälfte groß. groß. Gehen so bis zur Eichel, ey. So, und zweite interessante Sache. Er kommt aus den East Blue, aber aus der Region Dorn. Wie wir alle wissen, das D ist halt eine der bekanntesten Theorien, dass das D für Dämmerung steht, also für Dorn. Und er kommt aus Dorn und da kommt ja auch Dragon her und Ruffy her. Und er ist so ziemlich der einzige D-Charakter, der auf der Seite der Weltregierung steht. Also bei denen kommen wirklich alle Sachen zusammen. Und er, wie gesagt, man nennt ihn halt Garb die Faust und das nicht, weil er Held der Marine ist. Also man darf ja nicht vergessen, vor 40 Jahren, wo diese Rocks-Ära war, da wurde er zum Held der Marine und genießt überall einen Respekt, den selbst Admiräle zum Teil nicht haben. Aber er wird auch die Faust genannt, weil er damals den legendären Piraten John Zhao, man darf ja auch nicht vergessen, er hatte damals ein Kopfgeld von über 500 Millionen und Garb hat ihn einfach mit einer Faust seinen Kopf zertrümmert, obwohl ja der Kopf genau das war, was John Zhao ausgemacht hat. Dazu aber auch gleich alles, weil wir ja wie immer alles chronologisch durchgehen. Jetzt warte mal. Aber es ist ein Hammercharakter. Jetzt, wo es gerade schon mal anreicht. Ist es bekannt, dass Garb, also den Namen Garb die Faust bekommen hat durch den Vorfall mit Don Xinzhao? Yes. Dadurch hat er ihn bekommen? Ich dachte, er wurde vorher schon so genannt. Krass. Nee. Held der Marine durch die Rocks-Ära und Don Xinzhao die Faust. Also einfach, weil er so krasses Haki hatte an der Faust, ne? Das war ja, also der muss ja rüstungshaki-technisch so komplett auf einem anderen Level gewesen sein. Ja, weil Don Xinzhao ist ja voll die Legende, darf man halt nicht vergessen. 500 Millionen Berry, über 500 Millionen, das ist ein Ruffy nach Dressrosa. Und das, was ihn legendär gemacht hat, ist einfach nur seine Kopftechnik und den Schaden, den er damit anrichten kann. Und Garb hat einfach, das muss man sich mal vorstellen, Garb hat zuvor, bevor er Don Xinzhao gekickt hat, hat er einfach Berge zerstört. Ja, ja. Und ist dann zu Don Xinzhao hingegangen und hat ihn mit einem Punch fast getötet. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat Don Xinzhao fast getötet mit einem Schlag und das halt auf den Kopf, was ja eigentlich das ist, was Don Xinzhao heftiger drauf haben müsste als jeder andere. Also Garb ist einfach ein absolutes Biest und das zeigt auch, dass solche Szenen wie zum Beispiel auf Marinefort, wo Sengoku ihn festgehalten hat und gesagt hat, wo Garb da meinte, halt mich fest, ansonsten töte ich Sakazuki, die sind nicht so dahergesagt. Der hätte den Arsch aufgerissen. Ja, ja, der ist so, ey. Also Leute, er hat zu dem Zeitpunkt gesagt, wo er sich auch seinen eigenen Kräften bewusst ist und er hat damals die Rocks-Piraten höchstwahrscheinlich zerschlagen. Das muss man sich mal reinziehen. Das waren die krassesten. Da war Kaido und Big Mom drin und Kaido und Big Mom waren nicht mal die Anführer. Da gab es noch den krassesten Über-Captain von den Rocks-Piraten und Garb hat die zur Strecke gebracht damals. Also der muss so krass gewesen sein und auch heute noch und auch zu dem Zeitpunkt, wo er da auf Akaino, wo er Akaino zerreißen wollte. Und deswegen, wenn er sagt, dass er ihn umbringt, beziehungsweise dass er ihn aufhalten soll, ich glaube schon, dass er da noch in der Lage zu wäre, auf jeden Fall. So, also wenn wir allein schon gesehen haben, was, also Garb, man darf nicht vergessen, Garb war ja auch auf dem Level so wie Roger, also das wurde öfter gesagt, nicht nur, viele werden jetzt schon geschrieben haben, Garb und Sengoku im Doppelteam nur, nein, Garb auch alleine, es wurde öfter gesagt, als auch Garb mit Roger im Gefängnis war, da wo die Kerze kurz ausging, wo ihn gefragt hat wegen Ace, da hat ja Roger auch gesagt, wir beide haben uns oft zahlreich umgebracht und versucht umzubringen, so, also zahlreich umgebracht, wieder zum Leben einfach so ein paar Mal gekillt, reanimiert schnell.
Ja, das ist ja auch das, was ich ganz am Anfang kurz gesagt habe. Und zwar, auf Marineford hat es zum Beispiel Kizaru mit einem Tritt nicht geschafft, Marco zu verletzen direkt. Aber Garp hat es mit einem V-Schlag geschafft. Und das ist Fakt. So. Ja, weißt du, das siehst du im Manga. Er war voll zerfickt am Ende. Er hat mit einem V-Schlag geschafft, Marco zu verletzen. Das heißt, diese Regenerationskraft hat ja so ein gewisses Cap, also man kann nicht jeden Schaden immer komplett regenerieren, aber Kizarus Tritt konnte er regenerieren, aber nicht den Fausthieb von Garp komplett, und das zeigt halt auch, der ist nicht zu unterschätzen. Das ist so krass, und dann auch noch ein D-Charakter, wo ja schon die fünf Weisen immer richtig im Kreis tanzen, wenn die irgendwas über einen D-Charakter hören, weil die ja am liebsten alle von der Welt wegfegen würden. Aber bei Garp ist das vollkommen anerkannt, obwohl man weiß, dass sein Sohn einfach der Most Wanted Man ist und sein Enkel einfach so als fünfter Kaiser gerade so durch die neue Welt zieht. Also, ich weiß auch nicht. Bei denen ist natürlich so familientechnisch einiges schiefgegangen, aber... Ja, starten wir einfach mal chronologisch, ja, oder? Von ganz hinten nach ganz vorne. Willst du dir die 40 Jahre Backstory knallen? Ja, so ein bisschen. Also das ist halt das einzige Schnipselchen, was wir wissen von Garp aus der Vergangenheit. Also ein paar Sachen wissen wir, so Schnipselchen, aber halt nichts Richtiges so. Und das ist halt ein bisschen traurig, aber wie eben schon erwähnt mit den Rocks-Piraten. Wir reden immer so selbstverständlich von den Rocks-Piraten, aber ganz viele haben die gar nicht richtig auf dem Zettel. So, wenn man sich nicht mit One Piece ein bisschen mehr beschäftigt und auch, weiß ich nicht, die Reverie, man ist One Piece-Fan, man liest es durch, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, wo Garp über die Kooperation, die mögliche Allianz zwischen Big Mom und Kaido geredet hat, die ja jetzt real ist so, weil die beiden halt damals schon zusammen vor über 40 Jahren in einer Piratencrew waren, die sich Rocks-Piraten genannt haben. Und da gab es höchstwahrscheinlich noch einen Anführer, wo ja immer noch die Spekulation, also das ist auch so interessant, finde ich, das Thema. Alleine, und das ist auch so ein Ding, das kam 2018 einfach so auf. Einfach so, ja, es gab noch eine legendäre Ära vor der goldenen Ära, der alten Ära. Und Garp hat halt diese, also die Rocks-Piraten haben diese Ära angeführt, die Rocks-Ära. Das waren die krassesten überhaupt. Und die hat Garp einfach zerschlagen. Also Garp hat die einfach... Also wir wissen nicht genau, ob er sie zerschlagen hat, aber bestimmte Ereignisse, so lautete es im Manga, haben ihn dann den Titel als Held der Marine gebracht. So. Eventuell hat Garp die vielleicht nicht wirklich körperlich so zerstört, aber ich traue es ihm schon zu, dass er da ganz an der Front war, um die Rocks-Piraten zu... Vielleicht hat er den Captain, davon gehen halt die meisten aus, dass er den Captain hinter Gitter gebracht hat, nach Impeldown, und dass er deswegen letztendlich als Held der Marine... Also er wurde nicht Held der Marine, weil er Roger abgeliefert hat, so das denken auch immer viele. Held der Marine... Dass den Titel alle bekommen, weil er die Rocks-Piraten zerschlagen hat. Ja, vor allen Dingen, man darf ja auch nicht... Also, das ist noch gar nicht so lange her. Es wurde ja auch letztens ein Anime nochmal gezeigt im Reverie-Arc, weißt du? Dass da... da wurde das ja dann auch nochmal kurz jetzt angeschnitten, dass er halt den Titel daher hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, Held der Marine. Das heißt ja, dass die Marine eigentlich einer Situation ausgeliefert war, in dem Fall halt den Rocks-Piraten. Und quasi Garp der Held war, der die Situation, die halt nicht für die Marine... sich zu wenden schien, gedreht hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, damals gab es ja auch genug starke Marineleute. Auch Leute wie Kong und so waren da ja schon aktiv. Und die, wir sind ja auch alle nicht schwach. Oder und Sengoku und so, weißt du? Deswegen, das sind ja alles richtig heftige Leute. Und die sind halt alle, ja, also sang- und klanglos untergab quasi von der Stärke, könnte man meinen. Ja, ja. Und das sieht man ja auch, also dann vor, also das war halt vor 40 Jahren, wie gesagt, es gibt nicht so viel dazu zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist zum Beispiel auch nicht so gering, dass Garp schon mal ein Zusammentreffen mit Big Mom und Kaido an sich hatte auch. Vor 30 Jahren war dann halt das mit den Donjon Zhao-Vorfall, wo er ihn halt mit einem Schlag fast getötet hat. Und man darf halt nicht vergessen, wie gesagt, die Kopfspitze von Donjon Zhao war halt außergewöhnlich, und das halt mit einem Schlag zeigt auch, wie stark er ist. Ist aber auch so der einzige zeitliche Abschnitt, den wir haben. Und der nächste zeitliche Abschnitt, den wir halt haben, ist an sich bezogen auf den Shiki-Vorfall, also wo Shiki dann halt, ja, wo Shiki dann den Kampf aufgenommen hatte und dann halt, ja, es den Kampf gab zwischen Garp und Sengoku und Shiki. Und auch hier wieder ist es ja so, dass Garp auch wieder als Sieger hervorgegangen ist. Also der ist auf so viele krasse Leute getroffen, aber schlussendlich hat er alle Kämpfe früher oder später zumindest für sich entschieden. Und das ist halt heftig. Das ist echt krass so. Also ich weiß nicht, also ich will sowas auch mal sehen. Das Ding ist, wir können ihn gar nicht richtig einschätzen so, weil wir halt noch nichts Richtiges gesehen haben. Und deswegen habe ich ihn, also viele haben ihn gar nicht so richtig stark auf dem Zettel, weil auch, ey, was war das auch, als Ruffy ihn da mit der Faust weggehauen hat auf Marineford, weißt du? Ja, aber das hat er ja mit Absicht gemacht. Ja, das hat er mit Absicht gemacht, ich weiß, aber trotzdem, ich,
Also wenn das so ein Monster ist, so warum kann Ruffy ihn dann so verletzen, so sag ich mal, sah ja brutal aus. Ne? Ach so, ja, ja. Das aber stimmt, es war ja halt mit Absicht gemacht, so er hätte Ruffy richtig zerrissen in der Luft, so das ist jetzt auch im Nachhinein klar. Ja, genau, was gab's da noch? Das mit Strong World hast du gerade erwähnt, mit Shiki, das war halt auch echt krass, das war heftig in der Episode Zero, wie das aussah und so. Das war auch ganz, das war aber trotzdem, also das ist echt krass für Shiki auch, dass der so gut mitgehalten hat, so, weil der hat gegen beide gekämpft und das halbe Marineford soll zerstört gewesen sein, ne? Weißt du, das heißt ja so. Boah, dass der sich so lange gehalten hat gegen Sengoku und Garp. Also ich finde das immer noch echt komisch, so, dass Shiki dann von Ruffy besiegt wurde, aber das ist ein anderes Thema. So. Ja, daran stören sich ja die meisten, weil man darf ja nicht vergessen, Shiki hatte ja schon Aufeinandertreffen mit Whitebeard, mit Gold Roger und so. Deswegen das, also da stellen sich die meisten auch zurecht. Man kann natürlich sagen, dass Garp und Sengoku nicht all out gehen konnten, vielleicht auf Marineford, weil viele Leute da waren, die durch ihre Attacken dann vielleicht auch verletzt geworden, also verletzt gewesen wären. Das war ja auch die Sache, die Akainu angekreidet wurde, weil Akainu ja mit seinen Magma-Fäusten einfach seine eigenen Leute zum Teil getroffen hat, weißt du? Und hier könnte man ja auch sagen, dass zwar das halbe Marineford zerstört wurde und Shiki sich lange gehalten hat, aber man auch nicht vergessen darf, dass wahrscheinlich Garp auch nicht den Punch seines Lebens verteilt hat, weil er wüsste, dass er vielleicht noch einige Leute von sich verletzen würde. Und wir wissen halt auch dahingehend, dass Garp extrem loyal gegenüber der Marine ist, aber auch extrem loyal seinen Kollegen gegenüber, was halt bei Akainu nicht zutrifft, weil er ist halt nur loyal gegenüber der Gerechtigkeit, für die die Weltregierung steht, aber nicht für seine Kollegen oder so. Da steht er halt nicht für einen. Und das macht halt auch so einen himmelweiten Unterschied im Charakter, was auch zum nächsten Punkt führt, und zwar das Zusammentreffen zwischen Garp und Roger dann, nachdem Roger gefangen genommen wurde, weißt du? Ja, das war heftig. Also das war richtig krass. Also ey, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Aber wo kurz die Kerze ausging, so, weißt du? Ja, da haben wir auch drüber gesprochen, der Königshaki-Aufzwing-Moment. Ja, ja. Ach so, ja, stimmt, Digga, kann ich jetzt wieder dran erinnern. Dass Roger mit seinem Haki ihn sozusagen dazu gezwungen hatte, Ace zu nehmen, ne, meinst du? Ja, ich weiß nicht, also ich find's krass auf jeden Fall diese Szene, dass Roger, obwohl sie eigentlich Feinde waren, dass er trotzdem noch Ace genommen hat und ihn wie einen eigenen Sohn geliebt hat letztendlich so. Das ist echt heftig, also auch letztendlich diese ganze Kindererziehungsgeschichte, so, dass er auch auf seinen Enkel mehr oder weniger aufgepasst hat. Er hat sie zu Dadan gegeben, aber er war ja trotzdem immer mal wieder da, hat mit denen gechillt, hat auf sie aufgepasst und so. Und das ist aber schon heftig. Irgendwo traurig, oder ja, nicht? Ja, wo ist der Vater? Also traurig, dass er komplett verkackt hat, meine ich. So, weißt du, sein Sohn wird Revolutionär und der Anführer der Revos, so der Most Wanted Man, der früher oder später, oder jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so lange hin im Manga, der Weltregierung enorm Schaden zufügen wird. Dann sein Ziehsohn, also so gesehen, also wenn man es jetzt so sieht mit Ace, ist einfach auch ein Pirat geworden, der sich den Whitebeard-Piraten angeschlossen hat. So, weißt ja, du? Ja. Und sein Enkel ist einfach so, jetzt der, also wird als fünfter Kaiser gehandelt und ist gerade dabei, alles kurz und klein zu reden, hat die Enies Lobby quasi zerstört und ist aus Impel Down ausgebrochen und so weiter und so fort. Also das ist so, bei denen läuft es echt nicht so gut. Da muss ich das vorstellen, als wenn ihr Zuhörer, stellt euch vor, ihr kriegt das ein Kind und das wird, ein Sohn wird Vergewaltiger, der andere wird, keine Ahnung, Kindermörder. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, ich stell mir so vor, in so einer Comedy-Welt würde halt jeder Marinesoldat auf jeden Fall den ein oder anderen Spruch Garp drücken, so weißt du? So weißt du, immer wenn irgendwas ist, so ja, typisch Monkeys, so weißt du, so oder so irgendwie so in die Richtung. Also auf jeden Fall, er gab scheinbar kein Talent für die Kindererziehung, weil er wollte ja auch immer. Aber das hat man ja auch ganz oft, das finde ich auch irgendwo cool, dass das thematisiert wird, wenn man Kindern immer wieder sagt, mach das, dass die das halt bewusst nicht machen, weil die dann keinen Bock darauf haben, weißt du? Ja, ja. Das gibt's ja ganz oft so, wenn du ein Kind immer sagst, ey, geh da nicht hin, da ist es gefährlich, dann früher oder später geht das Kind dahin, wenn du es halt 100-mal sagst. Und Garp hat halt auch immer zu Ruffy gesagt, du wirst Marinesoldat, du wirst ein Admiral, bla bla bla. So, und dadurch ist es halt klar, dass es irgendwann vielleicht so ein bisschen in die gegengesetzte Richtung geht. Auch wieder lustig, weil Garp ja auch hätte locker, das wissen ja auch viele nicht, Garp könnte Admiral sein, er wollte es einfach nur nicht. Das ist halt auch die Sache. Und er hat zum Beispiel in ganz vielen Situationen, wo er hätte den Ruhm einheimsen können, hat er ihn bewusst abgelehnt. Also hat dann einfach gesagt, ja,
kreide du dir das an, du hast den erledigt, so, obwohl er es eigentlich war. Da gab es ja auch diese Diskussion mit Sengoku und so, weißt du? Ja, stimmt. Deswegen an sich, er könnte locker Admiral sein oder auch, er hätte auch Großadmiral werden können, aber er wollte es einfach nicht. Und er hat sich für so viele Aktionen, die er eigentlich verschuldet hat, hat er sich nicht die Lorbeeren in die Tasche gesteckt. Das ist echt krass. Eigentlich, guck mal, Gab ist ja eigentlich voll so ein, also er macht ja eigentlich sein eigenes Ding, er will einfach das machen, so, was er gerade machen will, und genießt es so, bei der Marine zu sein, aber man muss das auch mal ein bisschen hinterfragen, so. Weiß der nichts so? Weiß der nicht, dass die Marine, also was die Weltregierung alles so verheimlicht und so? Also, und er schließt sich trotzdem dieser Fraktion an, die moralisch einfach nur komplett das Schlimmste der Schlimmsten ist, so. Ja, vor allen Dingen, man denkt so lange, wie er im Business ist. Sein Sohn weiß es ja auch so, also, weiß nicht. Ja. Irgendwie ist das ein bisschen traurig so für Garb, so, dass er anscheinend irgendwie ein Trottel ist oder so und sich trotzdem den anschließt. Aber ich glaube, er ist ja jetzt auch nicht so einer, der, naja, weiß ich nicht, der so 100% das macht, was ihm gesagt wird. So. Er macht ja trotzdem immer sein Ding. Und ich glaube, ihnen ist es einfach wichtig, bei der Marine zu sein und Unschuldige zu beschützen. Weißt du, wie man es jetzt auch gesehen hat auf der Reverie, dass er einfach Leute eskortiert, dass sie in Sicherheit sind und vor wirklichen so Dreckspiraten. So, weißt du, so, es gibt ja nicht nur alle Piraten, sind so wie Ruffy, sondern ihr wisst ja Bescheid, so, es gibt auch richtig Kriminelle, dass er so welche dann besiegt, beziehungsweise sie beschützt, die Unschuldigen. Ich glaube, das ist eher so sein Ding, was da oben ist. Und ich glaube, bei einem Buster Call würde er auch nicht mitmachen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache. Obwohl, ey, das ist auch krass, dass Kusan und so auch damals da mitgemacht hat, ne? Aber da hat sich ja auch Kusans Charakter, also nochmal hätte er es ja nicht gemacht, weißt du? Ja. So, aber die Sache ist halt auch, man kann es schwer einschätzen, weil man denkt sich, okay, ein Garb, der so lange in diesem Business ist und in den höchsten Reihen den besten Ruf genießt, der muss doch mitbekommen, was da für eine Scheiße, also wir als Zuschauer wissen ja, was da für eine Scheiße zum Teil abgeht, also warum sollte er selbst nicht wissen? Und man denkt sich ja, okay, wenn ihm so viel daran liegt, dann könnte er auch in Anführungsstrichen eine eigene Organisation gründen, die einfach sich zur Aufgabe macht, anderen zu helfen, weißt du? Ja, ja. Also die Möglichkeit ist ja auch, aber vielleicht denkt er sich, will er zumindest, also weil er ja jetzt auch als Ausbilder fungiert, will er einfach das machen, also will er noch so ein bisschen einen Funken Hoffnung in der Weltregierung beibehalten, weißt du, dann denkt er, okay, dann versuche ich wenigstens meinen Teil dazu beizutragen, dass es nicht ganz so schlimm wird oder so. Ich glaube, er ist so wie Corby in der Art, so Corby, selbst wenn Corby das alles wüsste, würde er trotzdem sich nicht abwenden von der Marine und ich glaube auch selbst, wenn, sagen wir, die Weltregierung wird zerstört, so, es kommt alles raus, alle sind entsetzt, Imsama, Gorosei und dieses ganze Geheimnis, alles wird entlüftet getötet letztendlich und danach wird es trotzdem, es wird immer Marine geben, es wird immer Piraten geben und das ist ja die Polizei in der Art, so Piraterie ist ja eigentlich kriminell, so natürlich so welche, eigentlich, ja, ja. Also in One Piece sind halt die Protagonisten Piraten, so deswegen ist das schwer für uns immer zu begreifen, aber ey, die meisten Piraten so sind einfach Kriminelle, die rauben und morden und weiß ich nicht, so. Das ist einfach so. Da muss es halt eine Fraktion geben, die aufhalten. Und deswegen wird es die Marine auch immer geben. Vielleicht jetzt erste Frage schon mal an dich, als kleiner Shoot in deine Richtung. Und diesmal kriegst du keine 100 Euro, wenn du es richtig hast. Die gibt's nicht, Alter. Kein Bock darauf. und zwar, Garp hat ja eine Narbe über dem Auge, ne? Und diese Narbe lässt sich so, wenn man jetzt auf das Timeskip-Bild zurückguckt, dann weiß man, dass die über 20 Jahre alt sein muss, die Narbe. Mhm. Woher glaubst du, hat er sie? Also von welchen geht, ne? Oh. Was kannst du dir vorstellen? Ja, das Ding ist, pass auf, jetzt ist das Ding ist Trick 17, Theo weiß bestimmt natürlich schon, wie er als Kind ausgesehen hat, so. Und da hat er die Narbe auch schon, so, oder? Warte mal, ich muss nochmal gucken. Gab als Kind, genau, hier so Anzeigen, ja. Da hatte er die Narbe auch schon, so, das ist das Ding. Da war ein kleiner, da war er wie alt, ungefähr 5, 6. Also das kann doch kein ernster Kampf gewesen sein. So, die Leute vermuten immer, und Oda hat sie auch mal gesagt, so, dass die Narbe auftaucht. Meinst du so eine Ruffy-Aktion? Ja, boah, das wäre krass eigentlich, ne? Wenn er auch so sich reingeschnitten hätte oder so. Weil das ist wirklich eine absolut tiefe Narbe. Aber er war halt noch ein Kind. Wir sehen ihn ja als Kind aber auch mit Schätzen auf der Schulter, mit einem Rohr und auf einem Löwen reiten. Also es ist auch, es ist 1:1 so eine Fusion aus Ruffy, Sabo und Ace. So sieht er aus. Und er hat auch, glaube ich, genau, er war genau so auch, hat eine Beule am Kopf, ein Pflaster. Es war einfach genau so ein Draufgänger, so ein Abenteurer, so ein kleiner Junge, der einfach Scheiße baut und so. Genauso war er, so hat Oda ihn auch gezeichnet als Kind. Und da hat er die Narbe halt auch schon. Oh, wie krass. Es könnte auch dramatisch gekommen sein. Ja, es könnte, also das ist meine Vermutung so. Es könnte sein, dass irgendwas passiert ist damals, so dass ihm, so, wir wissen ja auch nichts zu seinen Eltern oder sonstiges. Es kann sein, dass die damals von Piraten umgebracht wurden, dass er geschworen oder hat. Oder Frau oder ja, so. Ja, okay, ja. Als kleines Kind. So, weißt du, er war schon ein kleines Kind. Ja, ja, ja. So.
Moin, ja, moin mit Sex. Mein Kopf geht gerade dieses Sweet Home. Ja, ich weiß nicht, Digga. Also, ja, sowas in der Art, dass irgendwas passiert ist, dass er sich geschworen hat, er bleibt bei der Marine und vielleicht ist dabei, die sind dabei entstanden als kleines Kind oder keine Ahnung. So. Irgendwie sowas. Ja, also, er hat als kleines Kind halt, sieht die Arme schon, das kannst du nicht ernst nehmen. Ja, okay. Was glaubst du? Ja. Also, das Ding ist, ich fände es halt irgendwie, also es wäre auch irgendwo cool, wenn er so, wenn sich halt in Garp auch so ein bisschen Ruffy widerspiegelt, weil Ruffy hat sich ja damals diese Narbe unterm Auge zugefügt, um zu beweisen, dass er halt so ein richtiger Mann ist, wegen Augenklappe und Pirat und bla bla bla. Wenn halt Garp auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung geht, aber ich fände es auch cool, wenn es halt so einen dramatischen Flashback hätte, weißt du? So mäßig, wie man es bei Lore kennt oder so, also oder als Beispiel, wenn du gesagt hast, so Piraten haben haben die Familie angegriffen, die Eltern, haben die vielleicht getötet und er wollte noch dazwischen gehen und dann hat er einfach ein Schwert wieder abbekommen oder so und dadurch ist die Narbe entstanden, weißt du? Ja. Das fände ich cool. Also, ich könnte mir einen guten Flashback vorstellen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er es selbst gemacht hat, aber ich fände die Flashback-Variante wahrscheinlich ja und auch besser, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ist halt echt nice. Yes. So. Kommen wir zur Gegenwart. Also, was heißt zur Gegenwart? Aber man darf ja auch nicht vergessen, Garp, der ist ja schon von seit Anbeginn der Zeit quasi mit dabei, also seit den Anfängen von One Piece, da kann man aber auch, finde ich, ein bisschen durchskippen. Ich fand diese Hundemaske immer enorm geil. Ja, stimmt, das war echt geil. So, das hatte, ich weiß nicht, und dann kam damals noch dieser Dalmatian, weißt du, dieser andere Vizeadmiral, der auch so eine Hundemaske hatte. Ich weiß nicht, was sich Oda dabei gedacht hat, so. Ich glaube, der hatte irgendwas anderes mit ihm vor, oder mit dieser riesen Kugel, weißt du? Mit der er immer gechillt hat. Er hatte so eine riesen Kugel, so eine riesen Eisenkugel, die er geschmissen hat. Also, der war so stark, einfach so ein Monster. Also, ich weiß nicht, diese Hundemaske. Weißt du, was meinst du, hat das zu bedeuten? Meinst du, es hat irgendwas noch zu bedeuten? Ah, ich weiß es nicht. Aber auch hier, das erinnert mich gerade auch wieder direkt daran, weil du gesagt hast, er macht ja auch ein bisschen, was er will. Man darf ja auch nicht vergessen, er ist auf Ruffy und die Strohhüte getroffen und hat die auch einfach gehen lassen, so, weißt du? Da hat er ja auch wieder ein bisschen darauf geschissen. Ja, stimmt. Und zum Beispiel auch die Bergbanditen, die ganze Stadt da auseinandergenommen haben, nach dem Vorfall auf Marineford, hat er ja auch nichts gemacht gegen Dadan. Also, obviously hat er nichts gegen die gemacht, weil das wäre richtig assi gewesen, aber Garp hält sich auch nicht immer daran, was die Marine machen muss. Ja, ist echt so. Er macht halt sein Ding. So, was kann man noch? Ja, also Garp ist echt so ein Charakter. Es gibt, wir kennen ihn schon so lange, aber wir wissen relativ wenig über ihn, so, ne? Zum ehrlich zu sein. Also diese ganze Captain Morgan Geschichte und so, die kann man auslassen. Die ist nicht so interessant. Was halt das Interessante ist, ist die Parallele. Also wir haben ja eben schon gesagt, Roger hat Garp darum gebeten, auf seinen Enkel aufzupassen. Und Garp hat den, ob es da jetzt Einflüsse gab oder nicht, ist jetzt sei mal dahingestellt, aber er hat dem Ganzen zugestimmt. Und 20 Jahre später, so gefühlt, gibt es eine Parallele dazu, weil Garp wieder vor einer Zelle sitzt. Und wieder ein die ihn gegenüber sitzt, aber diesmal kann er nicht helfen, weißt du? Also wo Ace, wo Ace da quasi in der Zelle sitzt. Und es ist so ein bisschen dieselbe Einstellung. Also man sieht von der Seite halt in der Mitte ein Gitter und auf der linken Seite halt den Häftling und auf der rechten Seite Garp. Und es ist eine extrem anstrengende Situation. Also Garp, der tut einen da echt leid, ne? Man darf auch nicht vergessen, er weiß ja, was auf Ace zukommt, weißt du? Und er weiß ja auch, also er wusste ja schon vorher, wie viele Leute früher oder später auf diesem Marineford stehen werden. Und Sengoku hat ja auch gesagt, dass er nicht kommen muss und auch nicht, dass er mitkämpfen muss. Aber ich meine, insgeheim wusste er ja schon, ey, selbst wenn Whitebeard hier auftauchen sollte, alle Admirale sind hier, Vizeadmirale, Samurai, alle sind hier. Also Ace wird sterben wahrscheinlich, so weißt du? Oh, das muss so ein, also da tut mir Garp auch echt, weil er auch schon an Roger gedacht hat, weil er hat ja den Auftrag bekommen, aufzupassen und so, weißt du, und dann sowas, ey. Ja, genau, das ist halt auch so, weil er hat es ihnen versprochen und Garp hat ja dann auch nochmal so heulend vor der Zelle, hat er nicht sogar gesagt so, warum bist du nicht einfach der Marine beigetreten oder so? Ich glaube ja, ich glaube so, ich muss jetzt nochmal reinziehen, ey, das war echt geil, Mann. Das war ich will richtig, allgemein richtig mal wieder Impel Down und Marineford in der Kombo sehen, auf Deutsch, so, hätte ich voll Bock drauf, mir das mal reinzuziehen. So, auch mal um die deutsche Synchro zu hören, um das ganze Feeling mal wieder zu kriegen, so, weißt du? Ich habe das echt lange nicht mehr gemacht. Ich finde das auch, das ist das Beste an One Piece, so. Marineford und davor Impel Down, Beste. Ja, vor allen Dingen auch hier, das muss man sich auch mal wieder vorstellen. Also, gehen wir mal davon aus, die Situation so zwischen Ace und Garp ist so ein bisschen wie Vater und Sohn, beziehungsweise Enkel und Opa. Und man darf nicht vergessen, Ace sitzt vor Garp und hat ihn darum gebeten, ihn zu töten, um einen Krieg, also, und weißt du? Ja, ja.
um den Krieg abzuwehren. Das muss man sich mal vorstellen, dass der eigene Sohn oder der eigene Enkel sagt, töte mich. Jetzt im Nachhinein wäre es aber das Beste gewesen. So. Es wäre das Beste gewesen, auf jeden Fall. Gab hätte nicht damit leben können, natürlich, das wäre das Schlimmste, so für es geht nicht, aber überleg mal, wie viele Tote da... Stell dir mal vor, das wäre rausgekommen, der hätte nie wieder Ruffy oder Dadan begegnen können. Weil dann wäre es auch was anderes gewesen mit Ruffy und so, hätte Ruffy mitbekommen, dass Garp ihn getötet hat. Boah, das hätte man nicht machen können. Das wäre vorbei. Aber der Gedanke ist halt schon ultra traurig, weißt du? Ja, genau. Also ich fand auch, wie gesagt, eben schon erwähnt, den Schlag so traurig, ey, dass Ruffy ihn wegprügeln musste, so. Es ist halt so sein Opa, sein fucking Opa, der ihn so erzogen hat und alles, Digga. Er hat noch geschrien, so, geh weg, und er bleibt stehen. So, weil wegen Marine, so. Weiß nicht, warum er das gemacht hat, so. Er ist zwar mit der Marine, so, und er hat ja auch geheult, er hat auch selber mit sich gekämpft. Ich fand das auch einer der wichtigsten und krassesten Momente überhaupt im Marineford. Immer Garp zu sehen, so alle paar Minuten, so. Garp zu sehen, wie er so leidet, Digga, und so auf dem Boden ist und Sengoku aber so bei ihm ist, so. Und das war einfach krass. Auch wo er da geheult hat, wo Ace dann geheult hat, weißt du? Ja, ja. So, wo er sich dann doch, also das war ja so, Ace hat ja, also diese Zeitspanne ist ja gar nicht so lang gewesen, wo Ace gesagt hat, dass er ihn töten soll. Und Ace wollte ja auch am Anfang, wo alle gekommen sind, wollte er ja auch, dass sie nicht anfangen zu kämpfen, dass sie es einfach geschehen lassen sollen, so. Und das war ja schon schwer für Garp, aber dann kommt ja diese Stelle, wo Ace quasi sagt, ich möchte doch leben. So, weißt du? Ja, ja. Ich möchte doch leben, Alter. Boah, ey, das ist so herzerreißend für uns schon, aber für so einen Charakter wie Garp muss das ja tot sein, ey. Das ist so traurig. Stell dir mal vor, da sitzt einer, der hingerichtet werden soll, und der sagt zu dir, der emotional wichtig für dich ist, er möchte leben. Und du kannst aber nichts unternehmen. Deswegen der Punch von Ruffy ultra emotional, aber auch später dann halt die Stelle, wo Ace stirbt. Ja, wo er dann halt einfach mal seinen Kollegen locker hätte getötet. Ich würde so ein Was wäre, wenn, stell dir mal vor, Toy würde sowas animieren, so Was wäre wenn, und es wäre von Oda abgesegnet, so mäßig. Boah. Weißt du? Was dann passiert wäre, Digga. Und für so eine Szene, wo dann einfach aufgrund von nicht jugendfreien Inhalten das einfach zensiert wird, Alter, was gab da mit Akainu macht. Ey, allgemein. Ich finde das so krass irgendwie, das mit Garp, ey. Ich habe gerade nochmal überlegt, so. Er hat ja auch die ganze Zeit geheult, so, weißt du? Und er konnte nichts machen. Ich habe mich gerade so in seine Lage versetzt. Was hätte er machen? Er hätte theoretisch ihn befreien können, aber dann, was hätte er machen sollen? Mit ihm abhauen und mit Ace und dann ist, also es gibt ja kein Zurück mehr für ihn dann, oder? Nee, definitiv nicht. Weil das ist dann zu krass, so, weißt du? Mhm. Da ist ja, ich meine, das ist ja der Sohn des Königs der Piraten, deswegen, ja, den kannst du da nicht einfach mal zur Flucht helfen. Komm mal. Und dann auch nicht, wenn. Was ich gerade sehe bei Verschiedenes nochmal hier bei OP-Wiki. Also, Klassiker. Dass er damals vor 40 Jahren auch diese Shakuya gejagt hat, ne? Das ist ja einfach auch der Indiz, das Indiz schlechthin, sodass sie bei den Rocks-Piraten war, ne? Ja, das ist ja auch, dass sie irgendeine Verbindung zu den Rocks hat, also warum nicht in die Art. Weil gar, ja, also, hier steht das gar, also Leute. Garp hat vor 40 Jahren, also Shakuyak, das ist diese Piratin, die bei Rayleigh da in der Bar war und mit ihm da lebt und so, hat er einfach gejagt, so. Und wir wissen auch, dass mit den Rocks-Piraten, es liegt schon alles ziemlich nah, ey. Die Hinweise sind da, ey. Oder muss die nur jetzt verbinden, ey. Ich find's richtig geil, ey. Boah, das ist auch nur eine. Also, das Ding ist, ich wünsche mir auch eher, also gehen wir mal so ein bisschen auf die Zukunft von Garp ein. Man darf ja nicht vergessen, er ist 78 so, er ist von der Marine an sich zurückgetreten, kümmert sich jetzt um die Ausbildung von Corby, was wichtig ist, weil Corby auch einen ähnlichen Kampfstil hat, er hat jetzt keine Teufelsfrucht oder so. Aber was ich mir in der Zukunft wünschen würde, ganz wichtig, ist noch eine Interaktion zwischen Dragon und Garp. Ja. Also, dass die beiden nochmal reden. Und zwar nicht im Flashbackland, sondern in fucking real. Dass Dragon Garp überzeugt einfach oder so. Ja, oder Garp sagt, du weißt doch, was hier abgeht. Du weißt doch, dass es nicht richtig ist. So, weißt du? Irgendwie sowas. Oh, das muss passieren. Dass Garp einen Sinneswandel kriegt sozusagen, ne? Auf seine alten Tage nochmal die Fraktion wechselt, das wäre zwar auch, boah, das wäre krass. Das wäre auf jeden Fall krass, wenn er, stell dir mal vor, er weiß vieles wirklich nicht so und kriegt dann die Augen geöffnet so. Das wäre einfach heftig, aber sowas in der Art, ey, früher oder später wird sowas kommen. Es wird ja schon seit Jahren, da reden wir schon seit Jahren drüber. Über so Spaltungen mäßig so, der Marine. Das auch. Deswegen kann man ja auch davon ausgehen, dass Garp eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass One Piece zum Ende hin entweder überlebt Garp, klar, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn er stirbt, dann stirbt er nicht eines natürlichen Todes, weißt du? Nee. Sondern so nochmal so in so einen letzten Kampf rauscht. Weißt du, es ist halt,
das ist dann irgendwo wieder diese traurige Tragödie, dass der Held der Marine, der seit 40 Jahren sich eine Stellung erkämpft hat in der Weltregierung, die nie ein anderer Charakter erlangt hat, auch ein Kong oder so, der zwar eine höhere Position hat, wird niemals diese Stellung bekommen, die ein Garp hatte. Garp konnte sich auch einfach auf Marineford einfach mal auf den Sitz von Akainu draufsetzen und jeder hat es gefeiert, weil er einfach eine ganz andere Stellung hat. So, dieser Vizeadmiral-Titel ist nicht. Der steht einfach so über allem. So, weiß ich nicht, so genau, vogelfrei. Der steht über allem. Der kann machen, was er will, so mäßig. Und wenn er das alles früher oder später dann wegwirft, weil er entweder von Dragon die Augen geöffnet bekommt oder, was halt auch ultra krass wäre, gehen ja auch viele davon aus, dass es nochmal so ein Final Clash zwischen der Strohut-Allianz und der Weltregierung gibt, ähnlich wie mit den Whitebeard-Piraten damals, dass er dann einfach Angst hat oder auch es zu einer Situation kommt, wo er Ruffy helfen muss, weil er weiß, wenn er diesmal nicht hilft, dann passiert das gleiche wie bei Ace, weißt du? Das wäre krass, ne? Boah, ey, das wäre so krass. Das würde auch passen, das würde richtig passen. Und wenn er da sein Leben lässt, ne, für uns würde er als Held sterben, aber in der Weltregierung wäre sein Name halt so. Also, das darf man auch nicht vergessen. Stellt euch mal vor, Ruffy ist in einer Situation, die jetzt der von Ace gleicht. Also, er würde sterben, wenn Garp nicht eingreifen würde. In dem Moment, wo Garp eingreift, würde er all seine Titel verlieren und er wäre jemand, der im Laufe der Zeit dann aus der Geschichte der Weltregierung verschwimmt, weil keiner würde mehr über ihn berichten, so. Aber er würde trotzdem letztendlich mit diesem typischen Team-Manier mit einem Lächeln sterben, weil er weiß, dass sein Enkel überlebt hat durch seine Tat, weißt du? Oh, das wäre genial. Da kriegst du schon wieder Gänsehaut hier. Aber das ist halt auch die Sache, was mit dem weißt du? Alter, ich bin gespannt. Wenn das vielleicht revealed wird und den ganzen Lebenden, die jetzt auch noch einen Namen haben, erzählt wird oder so, was das bedeutet, dass sie Nachfahre sind eines verlorenen Königreichs und sonstiges. Boah, das gab vielleicht dann auch mal einen Wandelkrieg oder so. Ich weiß nicht. Das wäre einfach geil. Fragenkanone wieder an dich. Komm. Hier. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass Imsemar oder die Fünf Weisen den direkten, also direkt wissen, was das die bedeutet. Nicht so auf Mutmaß, sondern direkt wissen, was das bedeutet. Ne? Okay, ja. So, ja, das ist ja auch. Also Imsemar sowieso, aber die Fünf Weisen gehen wir auch mal von aus. Mhm. Gold Roger hat ja Whitebeard gesagt, was das die ist, ne? So. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Weltregierung, also das gab, wenn er danach fragen würde, eine Antwort bekäme von den Fünf Weisen, zum einen, oder ob die Fünf Weisen ihnen schon was gesagt haben, was es damit auf sich hat? Boah, ich glaube, also erstmal glaube ich, die haben es ihm noch nicht gesagt, ich glaube, ich glaube, er will da gar nichts wissen, ich glaube, er hat schon was erfahren, er weiß schon einiges über die da oben, so. Und er will sich mit denen gar nicht abgeben, weil er weiß, dass die auch Böses tun. So. Aber trotzdem ist die Marine die einzige Position, Fraktion für ihn, so, weil er da einfach auch Leute schützen kann, so. Wie eben schon erwähnt. Ich glaube, ob die ihnen das sagen würden, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die würden drauf scheißen, so. Ob er seine ganzen Jahre alles geopfert hat für die Marine und die Weltregierung, wenn die trotzdem drauf scheißen, so. Die würden das nicht sagen. Meinst du, die würden ihnen das erzählen? Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Also, wenn er in so einer, ich sag mal so, wenn die Fünf Weisen mitbekommen, dass Garp nach und nach rumspioniert, um dunkle Geheimnisse aufzudecken und dann auf einmal danach fragen würde, dann definitiv nicht. Aber wenn er jetzt einfach in, sag ich mal, einer relativ guten Position, in der er jetzt ja auch gerade ist, ernsthaft danach fragen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht diese dreckigen, ekligen Sachen auslassen, aber vielleicht so einen kleinen Grundtenor würden die ihn, glaube ich, schon. Also die würden ihn nicht mit leeren Händen gehen lassen, aber die würden ihnen auch nicht alles erzählen, glaube ich. Ja, kann natürlich auch sein, ey. Na, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ja. Was ihr glaubt. So, jetzt lass uns nochmal reden, auf jeden Fall noch abschließend so, was Garp für eine Rolle in der Zukunft hat, weil ich finde das, ey, das finde ich mal so interessant, allgemein zu spekulieren, wie es weitergeht. Und man muss sagen, Garp, ey, wie eben schon erwähnt, das ist 78, ist das nach dem Timeskip gerechnet? Ja, ich glaube schon, ne? 78 Jahre alt. Also die Sache ist halt so ein alter Charakter, ist halt immer prädestiniert dazu zu sterben, ne? Also in One Piece, bin ich ganz ehrlich. Auch so ein Rayleigh und so, natürlich kann Oda jetzt nicht einfach alle, die schon über 70 sind, so ab von der Liste streichen und irgendwie. Aber es ist halt so ein Charakter, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den nochmal so später, wenn One Piece, wenn das alles zu Ende ist, wenn wir Ruffy sehen, wie er Piratenkönig ist und so. Na, ich weiß nicht, vielleicht. Nee. Also für mich hat er auch keine Rolle in der neuen Marine dann. So, natürlich könnte er immer noch der sein, der so sein Leben chillt. So, das ist ja auch zeitlich jetzt nicht, er wird jetzt nicht viele Jahre älter.
wenn das mit Piratenkönig alles durch ist und so, er wird dann, weiß ich nicht, das ist ja jetzt die nächsten Monate, sag ich mal, in der One Piece Welt, vielleicht wird das ja alles über die Bühne gehen. Aber da sehe ich eher ganz oben dann, na, ich weiß nicht, also ein Corby, als Großadmiral ein Corby, wäre das nicht, das wäre schon zu krass, oder nicht? Er will Admiral werden, so, das ist sein Ziel, das wird er auch 100% erreichen, vielleicht schießt er auch über das Ziel hinaus und wird dann Großadmiral der Marine, so. Da ist halt die Frage. Aber auf jeden Fall wird der Garp beerben, so weißt du? Also braucht ja, man. Ja, schwierig. Oh, Garp ist auch. Gerade deswegen, Garp ist einfach so ein geiler Charakter, um ihn zu töten, sag ich mal, weil er hat zum Protagonisten extreme Bindungen. Er hat jetzt schon emotionale Achterbahn durch mit Marineford und alles. Er war halt sein ganzes Leben bei der Marine und flashbackmäßig wissen wir gar nicht, was abgeht. Und vielleicht wird er später noch von der Marine so getötet oder sonstiges. Das wäre so dramatisch. Und dann dazu natürlich noch sein Erbe, beziehungsweise. Ja, in der Marine sein Erbe, dann Corby. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Corby auch in der Art dann so kämpft am Ende mit der Faust. Und ja, er ist ja so ein Typ eigentlich, ne? Der so kämpft, so mit seinem Körper, ohne jetzt Schwert und so. Deswegen, ist für mich ein Charakter, der stirbt in naher Zukunft. Ich glaube aber trotzdem, dass er noch seinen Auftritt haben wird, dass wir auch noch mal sehen. Also, oder wird ihn nicht einfach sterben lassen irgendwie. Wir werden noch mal richtig wirklich demonstriert kriegen, wie stark er wirklich ist. Also mit irgendeiner, ja, ob er noch mal seine Rache an Akainu kriegt irgendwann. Ob er am Ende beim letzten Krieg auf der Seite von Ruffy steht und sonstiges und dann da seinen Final Battle hat gegen Akainu, dann aber trotzdem ihn unterliegt und stirbt und dann muss vielleicht Sabo ran gegen Akainu, so eine Art dramaturgisch würde es passen, dass das irgendwie zusammenhängt. Aber trotzdem glaube ich, dass Garp eventuell im letzten Krieg so auch nach all den Jahrzehnten bei der Marine das Ufer wechselt letztendlich und dann vielleicht gegen die Marine die Weltregierung kämpft, weil das ist letztendlich auch von Ruffy seine große Stärke, sich Verbündete zu holen und ich glaube, ey, am Ende wenn die Augen geöffnet werden und sonstiges von vielen Marienleuten, dann werden die auf der richtigen Seite stehen. Und dann ja, kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht stirbt im letzten Krieg. So, das ist so meine Vorstellung für Garp. So, was dazwischen ist, so jetzt natürlich mit Reverie haben wir ihn ein paar Mal gesehen. Vielleicht werden wir nochmal einen Schwenker kriegen, irgendwann zur Marine, zu irgendeiner Hauptquartier, da sehen wir ihn wieder. Vielleicht sehen wir ihn auch nochmal irgendwo auf dem Wasser, irgendwie mit seinem Schiff oder sonstiges, mit kleinen Mini-Aufträgen noch, die er erledigt. Aber ich glaube, eine große Rolle jetzt so macht er ja auch nicht mehr. Er ist ja letztendlich schon Rentner so und ich glaube nicht, dass er da noch eine große Rolle übernimmt und deswegen glaube ich, ja, ist das so seine Position. Ja, also ich schließe mich da an. Für mich ist einfach das Wichtigste, dass dieser Charakter noch ein Treffen mit seinen Sohn hat und zwar nicht im Flashback. Also ich wünsche mir zum einen Flashback zwischen ihn und Dragon, wie es so zu dieser. Also man weiß ja, wie es so dazu kam, dass Ruffy dann Pirat geworden ist, obwohl Garp immer was anderes gesagt hat, ist ja auch so ein bisschen Shanks der Ursprung von und so. Das weiß man ja, aber man muss ja auch irgendwie mal wissen, wie es dazu kam, dass Dragon in eine komplett andere Richtung gekommen ist. Weißt du, irgendwas muss ja Dragon erfahren haben oder so. Vielleicht auch, ich könnte mir halt vorstellen, dass Garp ihn immer oft mitgenommen hat zur Arbeit, in Anführungsstrichen, weißt du, weil er so viel zu tun hat. Ja. Und ihn dann einfach irgendwo abgesetzt hat, während er auf einer Mission war oder so, dann irgendwas gemacht hat, hat er als Beispiel Marine Hauptquartier oder sonst wo, oder vielleicht auch mal auf Mary Jo oder so, man weiß es ja nicht, einfach Dragon abgesetzt und gesagt hat, du wartest hier und wie deine Kinder so sind, warten sie nicht, sondern laufen dann rum und gucken sich irgendwelche Sachen an, neugierig, wie sie sind, dass er da vielleicht irgendwas erfahren hat. Sowas würde ich mir halt wünschen, dass man halt zum einen sieht, warum Dragon gegangen ist und wie denen ihre Beziehung war, bis Dragon gegangen ist, das zum einen, auch vielleicht gab es Reaktionen mal darauf, als so die ersten Kopfgelder von Dragon vielleicht gedruckt wurden, in Anführungsstrichen, weißt du, was ich meine? Ja. Das fände ich halt geil, damit man auch mal sieht, wie er sich um seinen Sohn noch kümmert oder ob es ihm scheißegal ist, was, also in Anführungsstrichen scheißegal ist, so was damit passiert. Also irgendwie so diese emotionale Verbindung und mindestens einmal müssen die sich noch treffen und einen kurzen Wortwechsel haben. Das ist mir das Wichtigste. Ja, das stimmt, ist auch ganz also richtig. Also ich glaube auch, dass Garp ein Charakter ist, der sterben könnte, weil er einer der emotionalsten Tode herbeiführen könnte, die man sich vorstellen kann, ohne dass man die Story zu krass ins Wanken bringt, weißt du? Weil man hat halt vorgesorgt, Corby so als Nachfolger und Garpos Alter, Held der Marine und so. Also die Zeichen sind halt gut gesetzt, dass man diesen Charakter auf die Todesliste packt. Ja, ist auch so. Er hat halt keine Plot-Armor ja, mehr, ja. Weißt du, weil die ist ausgezogen ist halt auf so jeden Fall. Plot-Armor. Ja, ansonsten, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt ein saftiger Podcast, also ein richtig saftiger. Da erstmal schon vielen Dank an Marcello Di Uscia. An Jan Jäger, genau. Vielen Dank an euch. Ihr habt nämlich so ein Skript für uns gemacht, also wirklich an offene Mysterien noch, die es in One Piece noch, also die noch nicht gelüftet sind.
Und da machen wir einen ganzen Podcast draus aus Sachen, die letztendlich in One Piece noch gelüftet werden müssen irgendwann. Und das, Leute, das ist eine Liste, die ist länger als weiß ich was. Ja, das ist einfach krank. So. Ja, vor allen Dingen, ich habe auch schon noch ein, zwei Punkte für mich da noch mit ergänzt, die schon ganz, ganz früh in der One Piece, so gefühlt in der ersten Folge schon thematisiert wurden. Oh, wenn man die da noch mit reinnimmt, Leute, ich glaube, das könnte dann echt der längste Podcast auf diesem Kanal werden. Es erinnert mich gerade ein bisschen an diese Coverpage-Aktion, ja, weißt du? Mit den Coverpages, oh, das war auch so. Wir müssen so mal gucken. Also, wir werden natürlich auch nicht ewig lange hängen bleiben bei allen, weil wir wollen die Liste abarbeiten zu 100%. Wir wollen das hier in Parts aufteilen. Deswegen habt da ein bisschen Nachsehen mit uns und ja, wir gucken mal. Ansonsten hat es mir Spaß gemacht, über Garp zu reden. Wie gesagt, inhaltlich über Garp, ja, gab es nicht so viel. Ansonsten gebe ich die letzten Worte an Myrolox weiter und ja, bedanke mich, Leute. Ja, Leute, 21. Ausgabe des Podcast beendet. Garp. Es gibt zwar viel zu besprechen, aber irgendwie ist es doch ein bisschen schneller, weil halt alles klar ist. Also so in dem Flashback gibt es nicht mehr so viele Mysterien, die man aufklären muss. Deswegen der Podcast da vielleicht ein bisschen ja, schnellerer Natur. Ihr könnt auf jeden Fall auch wieder Charaktere in die Kommentare schreiben, über die wir auch mal sprechen sollen. So Charakteranalyse mögt ihr gerne, wir machen es auch gerne, weil es halt eine klare Struktur gibt. Deswegen schreibt auf jeden Fall Charaktere in die Kommentare, die wir damit machen können. Und ja, Leute, damit beende ich die 21. Ausgabe des Podcast. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein und ich sag ciao und tschüss.